Sieht man den Rauch in der Kamera? Ganz leicht. Es ist nämlich richtig kalt. Wir sind jetzt in Salzburg vor Mozarts Geburtshaus. Und wir erzählen euch jetzt eine Geschichte über das Mozarts Geburtshaus. Na Spaß, wir sind da, dass wir am Christkindlmarkt ein cooles Video machen. Mit der neuen Canon EOS R, die testen wir heute einmal aus im Lowlight am Christkindlmarkt. Und zusätzlich möchte ich mit dem Sigma-Objektiv von Dani einfach ein bisschen ausprobieren, was man da so mit dem für coole Fotos am Christkindlmarkt machen kann. So geil, die 1,8 sind und die 18 bis 35 mm. Hin und wieder vermisse ich dann einfach doch meine Tele mit den 70-200. Irgendwie geht es mir dann doch ab. Vor allem bald, was geil so. So die Stände zu wie näher, als wie so nah zu wie. Aber beim Menschen fotografieren ist das wieder cool, wenn man viel näher zu wie kann, weil man einfach mit den Leuten besser interagieren kann. Das ist wie wenn man mit dem 200 mm Objektiv auf APS-C einen gefüllten Kilometer wegsteht von den Leuten, die man fotografieren möchte. Und dann schon fast ein Sprachrohr braucht, damit man sie verständigen kann. Jedes Jahr dazu am Christkindlmarkt, dass man den geilen Ofenkartoffel isst. Das war jetzt ein bisschen viel Knoblauch. Das war jetzt gerade richtig cool. Wir sind da hinten noch gestanden beim Glühwein trinken. Dann haben wir einfach von uns ein paar Fotos gemacht. Und dann sind drei Damen zu uns hergekommen und gefragt, ob wir von ihr ein Foto machen können. Wir haben so eine Canon-Systemkamera gehabt, haben wir dann natürlich gemacht, ein paar Fotos. Dann sind wir mit denen gleich vor ins Schatzen gekommen und haben sie gefragt, ja, nein, ob wir vielleicht Fotografen sind. Dann haben wir ihnen erklärt, ja, eben, dass wir Hochzeitsfotografen sind und Videografen. Und ein paar Minuten später sind dann zwei Asiatinnen hergekommen, die haben dann das Gleiche gefragt auf Englisch. Da war die eine aus Taiwan, direkt aus Taipei, aus der Hauptstadt von Taiwan. Und die andere war aus Hongkong, wo ich ja 2016 selber war. Und es war jetzt echt interessant, mit denen zu reden und von denen Fotos zu machen. Also es ist einfach so cool, dass mit der ganzen Fotografie einfach die Leute irgendwie zusammenkommen. Und dann mit Leuten aus unterschiedlichen Nationen zum Reden da bei uns in Salzburg. Anfang der schönsten Christkindlmärkte, die es gibt auf der Welt. Also das ist richtig, richtig gut. Was am Christkindlmarkt halt echt cool ist und generell in der Weihnachtszeit, dass einfach überall so viele Lichter sind und das ist zum Fotografieren einfach echt ein Segen. Da kann man so coole Fotos machen, vor allem wenn man dann spielt mit der Unschärfe im Hintergrund oder im Vordergrund. Ich werde einfach die Fotos, die ich jetzt gemacht habe, die besten davon dann am Ende vom Video dranhängen. Dann könnt ihr euch da ein bisschen ein Bild davon machen, wie das ausschauen kann, von was ich da eigentlich genau sprich. Und ja. Wie schaut es jetzt in den nächsten Tagen so aus? Wenn das Video online geht, dann ist am nächsten Tag Weihnachten. An dieser Stelle wünsche ich schon mal alle ganz frohe Weihnachtszeit und ja, genießt einfach die Zeit mit der Family und was auch immer ihr dann macht. Und ja, weiter geht es dann auf dem Channel im Jänner. Da kommen ganz viele Sachen online. Ich werde mir jetzt dann in den nächsten Tagen dran sitzen, dass ich meine ganzen Urlaubsfotos und Videos von Toronto und Kuba weitermache und bearbeite. Ein paar Sachen habe ich schon fertig, habe im Flieger schon geschnitten und die Fotos bearbeitet.
Aber es sind einfach so viel und es kommt jetzt dann eben in die nächsten Tage. Da kommt sicher ein Haufen Content online und ja, ein cooler Reisebericht auf alle Fälle, was wir da so erlebt haben und gemacht haben. War echt eine coole Zeit und eine richtig interessante Reise. Und ja, bis dahin, eine schöne Weihnachtszeit.